Schönen guten Abend, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge. Let's play MLB 15 Road to the Show mit unserem First Baseman Ronaldo Laureano. Starten wir. Jetzt habe ich nach links geguckt. Angelo Laureano. Das ist wahrscheinlich hier der Bruder von unserem Ronaldo hier. Genau, so. Oh, jetzt hier sogar Roleplaying hier. Was macht hier Bing? Schön. MSI Afterburner. Kann Update-Informationen von Update-Server rufen. Ja, das ist ja schön. Super. Danke für diese Information. Genau. Sogar Roleplaying hier. Jetzt habe ich aber den Namen von dem anderen Lariano schon für Angelo oder so, keine Ahnung. Passt ja auch. Ronaldo. Rodrigo. Vielleicht gibt es ja noch viel mehr hier. Ein schöner, hoher Flyout-Ball. Außer er fliegt noch eine Stunde. Nein. Foulball. Ja, ich habe mir viel vorgenommen hier. Heute Timing nicht versauen. Nicht alles ins Aushauen. Alter, ich bin ja echt linkslastig hier ohne Ende gerade. Aha, das hat getroffen. Der fällt aber unten hin. Ja, toll. So, kann ich vielleicht nicht doch mal wirklich hier so einen nach rechts schlagen? Ah, immerhin schon mal in Centerfield. Schönes Flyout. Aha. Aha. Ja, sehr gut. So. Ja, wie gesagt, ich habe mir vorgenommen hier jetzt Angelo. Tatsächlich, das ist mir richtig. Auch 4-0 schon. Jetzt ist auch irgendwie schon wieder alles versaut. Mir richtig Mühe zu geben, sollte der Satz enden. So, was ist ein Slider? Ein Cutter, alles klar. Und ich war late. Halt, stopp. Jetzt schlage ich. So. Aber wir waren inside. Immerhin richtig erkannt, richtig geschwungen. Das war natürlich dumm, weil ihr habt es gesehen, der will der Fielder den echt versuchen zu erreichen. Ohne Worte. Weil der Cutter ganz weit oben war. Ja, den nehmen wir doch. Und das ist ein Base Hit. Ja. Bringt natürlich dem Team jetzt gerade nicht so viel, weil schon zwei Outs und ja, relativ unwahrscheinlich, dass hier Punkte daraus entstehen. So ist es. Aber Statistik ist alles. Jedenfalls für uns, wo wir hier noch in der Double A rumgimpeln. Double Play erfolgreich. Here we go. Oh yeah. David Rich. 4-0 vorne, dritte Inning. Lead-off des dritten. 38 Pitches. 1-2. One Ball, two Strikes. Und dann ein harmloser Roller auf dem Third Baseman. Und das auch. Schön, schön. Heio, heio. So, Bases belegt und zwar die 1 und die 2. Zwei Outs und wir sind Ende des dritten. Und ein schönes und Foulball, kein Flyout, Glück gehabt. Cutter hoch und wir waren spät dran. Ja, der Cutter, der zieht mir gerade so ein bisschen die Ohren lang. Ne? Der ist tief. Ein Change-Up. Ja, über ein Change-Up habe ich schon viel erzählt. Ne? Ein Ball, der gerade auf dich zukommt und dann auf einmal plutsch, fällt der nach unten. Ja, da war ich mir nicht sicher, ob der nicht links oben an der Strike-Zone. Seht ihr, das wäre vielleicht sogar, ja, Inside gewesen. Na, der nicht. Komm schon. Jo, den nehmen wir. Den nehmen wir und den nimmt er auch. Natürlich, der Fielder
ist am Start und fängt den Ball einfach mal so aus der Luft runter. Kein Glück. Ja, ich glaube, Kontakt war gut. Da kann man wirklich jetzt hier von fehlendem Glück reden. Sei es drum. 5-1. Schön. Mögliches Double Play. Wir haben damit nichts zu tun. Der Shortstop leider Gottes auch nichts. Und deshalb ist jetzt die 1 und die 2 belegt. Bei 0 Outs, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe. Schwupp, schwupp, Punkte, Punkte, Punkte. 7-1 hinten. 1 auf für 3. Also ein Base-Hit würde locker reichen, um hier ein RBI einzufahren. Ja, nicht zwingend. Ja, doch, eigentlich schon. Okay, klar. Das ist sogar ein Base-Hit und ein RBI. Das ist doch schön. Oh. Das ist doch toll, oder, Freunde? Good at bat. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Wir können uns davon verabschieden, dass das hier mit diesem Team noch irgendwie großartig Spaß machen wird. So viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das Team ist nicht mehr als absoluter Durchschnitt. Eher noch darunter. So. Und deshalb müssen wir einfach gucken, dass unsere Statistiken stimmen. Um hier so schnell wie möglich, ja, zumindest in die Triple A zu kommen. Die Draft-Anfrage oder die Trade-Anfrage, Entschuldigung, die Draft ist ja, ja Lotterie, Rookie, bla bla. Die Trade-Anfrage haben wir gesendet, die wurde aber anscheinend ignoriert oder es findet sich kein Verein für uns. Deshalb werden wir wohl hier auch versauern. Luriano, Lead-Off des 8. Ende des 8. 102 Pitches hier, der Kollege, mit seinem Cutter. Wir müssen auf den Cutter aufpassen. Habe ich. Hab auf den Cutter aufgepasst und das ist mindestens ein Double. Das ist sogar definitiv ein Double. So, jetzt wird er den Pitcher runternehmen, genau. Und wir machen nochmal Punkte. 7-3. Aber ihr seht's, wir sind schon im 9. Inning. Das heißt, die Kollegen müssten gleich noch 4 Runs nach Hause bringen, damit es extra Innings gibt. 5, um das Ding hier zu gewinnen. Und das ist so, ja, eine Sache, wo ich einfach sage, glaube ich nicht. Ah, wir dürfen sogar bei 2 Outs nochmal ran. Alles klar, das wird die Wende. Also, nur noch ein Out, bis das Spiel jetzt zu Ende ist und es ist sogar ein Lefty at bat. Ja, also unser Spiel war gut heute. Das können wir jetzt schon, wow, hier resümieren. Aber das Spiel ist trotzdem zu Ende. Ohne dass noch ein weiterer Run nach Hause kommt. Ja, der Kollege hier, Dave Rideout, der Third Baseman von unserem Gegner, ist der Spieler des Tages, weil er mit diesem Base Hit keine Ahnung was gemacht hat. Irgendwas Großartiges hat er geschaffen. Ja, ein Base Hit hat er gemacht. Geil! Kein Home Run, 3 Runs batted in, okay, da habe ich glaube ich nur 1 oder 2. Ich gebe es zu, 2, nee, ein RBI, 4 vor 5. Ja. Ich bin jetzt nicht unzufrieden. Ja, wir wollen das Spiel quittieren. Also dreimal auf First und einmal auf Second und einmal noch ein Run. Und ich glaube, ein RBI, ich bin zufrieden. So. Tja. Noch ein bisschen. Das sieht gut aus. Ne, ich wollte aber hier nochmal gucken. Ach, ja. Vielleicht geht der Second Base. Oh! Ja, jetzt können wir wenigstens mal ein bisschen auf Second Base gehen. Ist ja schon mal eine Steigerung. Shortstop, Second Base. Aber jetzt haben die echt keinen auf First Base. Was für Idioten. Naja. Ist ja unglaublich. Hä? Was soll das hier eigentlich? Verstehe ich nicht. Ja, ich bin der beste Second Baseman in der Association hier. Also in der Detroit Tigers Geschichte.
Besser als der MLB-Starter. Besser als beide MLB-Starter. Oh Mann. Um Welten besser als der AAA-Starter. Boah, ist das bitter. Ja. Was haben wir hier? Irgendeine Nachricht. Vom Manager. Okay. Das war ja schon mal, was wir uns so vorgestellt haben. Freunde, in der nächsten Folge, dann wird es richtig spannend, denn dann sind wir Second Baseman und haben ein bisschen mehr zu tun als auf der ersten Base. Dann wird es alles ein bisschen spannender und wenn wir weiterhin so schlagen wie heute, wäre das natürlich grandios, aber auch da wird es natürlich wieder gute und schlechte Tage geben. In dem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play MLB 15 Road to the Show mit eurem Second Baseman, Ronaldo Liriano. Tschüss!